Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge God of War Ragnarök. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir ich freue machen mich weiter. Darauf, Alfheim ohne feindliche Alben zu erkunden. Stimmt. Oh, ja. Wieso glaubst du, dass das möglich ist? Sie haben sich doch vereint. Welchen Grund sollten sie haben, uns anzugreifen? Ich sag's nur ungern, aber im Ödland gibt es noch viele Alben, die auf Ärger aus sind. Aber wieso? Freyr hat sie vereint. Sie kämpften zusammen bei Ragnarök. Wer sein Leben dem Kampf gewidmet hat, kann Frieden mitunter nichts abgewinnen. Tja, Freunde, da wisst ihr Bescheid. Da wisst ihr Bescheid, Freunde. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock weiterhin auf ein bisschen God of War Action. Jetzt war das falsche Tor. Das war das falsche Tor, aber egal. Gerne eine Bewertung da lassen, Freunde, wenn es euch gefällt. Würde mich freuen. Das war leider, wie gesagt, das falsche Tor. Das müsste das Richtige sein. Aber geht ja schnell. PS5 Power, Freunde. Boah, ich überlege ja, gerade aktuell ist ja Black Friday Sale. Ich habe eigentlich nicht so das große Problem eigentlich bisher mit dem Speicherplatz. Aber ich überlege mir gerade, weil es da diese passenden SSD-Dinger, Aufsätze für die PS5 jetzt gerade zum halben Preis teilweise gibt. Wie konnten wir das übersehen? Aber, ja. Das habe ich wirklich übersehen. Aber sind ja trotzdem noch 100-200 Euro. Je nach Größe, oder? Ne? Ja, ich weiß nicht. Die Zerstörung Asgards ist nicht das Ende unseres Kampfes. Versammle deine Truppen und führe sie zu meinem Standort im Schmelztiegel von Muspelheim. Wir sollten zurückschlagen gegen dieser verräterische Frick, den Geist Spartas, mit dem sie reist und alle, die sich uns in den Weg stellen. Die Königin. Guter Zeitpunkt! Erinnerst du dich, dass du dir etwas ansehen solltest? Ja, ich hab's schon gesehen. Einen Blick drauf, bevor es vorbei ist. Ja. Habt ihr es gesehen, Freunde? Seht ihr? Warte einen Moment. Ist das... Thor Summer und seine Tochter. Ich mache dich stolz, Vater. Tja, schön für sie. Jo, schön für sie. Ja. Ganz nice, oder? Also, ey, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Es muss ja hier weitergehen. Das kannst du ja nicht alles so stehen lassen. Es muss irgendwie in dieser nordischen Mythologie weitergehen. Aber vielleicht meinen sie auch, das ist das Ende. Weil wir einfach alles töten, weißt du? Ich habe keine Ahnung. So. Vergrabener Schatz, Überreste von Asgard. Wenn wir hier sind, sollen wir das mal kurz eben machen, ja, oder? Ach, hinter mir. Hinter mir sind auch Reste. Ah, man kann mehrere aktivieren, oder was? Okay, machen wir das mal eben. Das war doch ganz cool, oder? Ja, du sprachst vom Schwert deines Bruders. Wie kam es in Odins Hände? Das beantworte ich. Odin, verkleidete sich als die schönste Person, die Freyr je gesehen hatte. Und dadurch verlor Freyr sein Schwert. Oh, mit beschämender Geschwindigkeit. Ich bin froh, dass Freyr es zurückbekommen hat. Ich auch. Mein kleiner Narr. Nee, man kann leider nicht alles gleichzeitig aktivieren. Das ist natürlich schade, irgendwie ein bisschen. Hier. Oh, nice. Das Schwert ist so mega stark, ey. Ja. Zieht euch das rein, ey. Es ist so krank stark. Das war ihr. Ich versuche mich zu erinnern, welcher Gott sie so aufgeregt hat. Das ist völlig egal. Meinst du? Wenn ihr nur ihre Wut bleibt, sind ihre Gründe unwichtig. Alter! Kratos, der Allerechte. Flüchtige... Ah, stimmt. Alleine dafür müsste man das eigentlich schon machen. Aber was muss ich denn machen? Warte mal. Was muss ich denn machen, damit ich meine Axt auf Level 9... Das ist die Frage. Das wäre natürlich auch ganz geil. Zurück zur Geschichte.
Um Erleuchtung bemüht, entsagten der Gutsherr und seine Anhänger einen Sommer lang den Frauen und dem Trinken. Du kannst dir denken, dass die guten Absichten bald bröckelten. Als der Herbst kam, waren die Gemüter erhitzt und von Weisheit nicht mehr viel übrig. Eines Tages sah ich, wie der Gutsherr und sein Bruder jagen gingen. Am Ufer eines Flusses fanden sie eine Maid, schöner als alle, denen sie entsagt hatten. Sie bittet die beiden um Hilfe, weil sie fürchtet, die Strömung könne sie beim Überqueren fortreißen. Ohne zu zögern, schwingt der Gutsherr sie sich auf die Schultern, trägt sie hinüber, setzt sie ab, zieht den Hut und wartet zurück zu seinem Bruder, der völlig entgeistert ist. Ihm fehlen die Worte. Langsam vergeht der Tag, der Gutsherr setzt die Jagd fort und sein Bruder knirscht stillschweigend mit den Zähnen. Schließlich bricht der Damm. Bruder, ruft er, wie konntest du nur? Nach allem, was wir geopfert haben. Wie konntest du deinen Eid brechen, als bedeutet er nichts und diese Maid auf deinen Schultern tragen wie ein Shetland-Pony? Der Gutsherr lächelt nur. Shetland-Pony. Bruder, ich habe die Maid am Ufer abgesetzt. Du trägst sie noch mit dir herum. Oh, ein Schmunzeln. In der Tat eine Seltenheit. Was ist denn das da, was da gerade im Himmel ist? Hä? Habt ihr das gesehen? Das ist doch nicht normal. Das sieht ja komisch aus. Okay, von welcher Seite müssen wir denn ran jetzt hier an das Asgard-Ding? So, Ziele. Trümmer des zerstörten Asgards sind in allen neuen Welten gelandet. Einherjer Soldaten Odin noch immer treu ergeben haben ihr Lager in den Überresten ihrer Welt aufgeschlagen. Lässt man sie gewähren, könnte sie. Blablabla. Okay, gut. Aber wo ist denn der Eingang jetzt? Von der anderen Seite muss es ja sein. Was ist denn das da im Himmel? Das ist kein normaler Ausspruch. Was mir noch zu dem Theaterstück aus Hellas ein. Er hat ja gar nicht mehr auf. Nimm mir die Kritik bitte. Als Zuschauer hat man hauptsächlich langen Reden zugehört und gesehen, wie jemand schreckliche Nachrichten erhält. Es wäre schön gewesen, wenn mehr dargestellt statt beschrieben worden wäre. Es ist Tradition, dass sich Geschichten zu einer Zeit an einem Ort entfalten, ohne Unterbrechung. Das ist klarer. Wenn du das sagst. Haben wir es jetzt langsam mit der Geschichte? Super. War jetzt nicht deine beste, muss ich ehrlich sagen. Na, guck mal, da ist er doch. Falscher Knopf wieder. Wie sieh ihn doch mal langsam an, das gibt's doch gar nicht. Okay, das sind Bosse sogar richtig. Let's go, Schwert. Zieht euch das, wie der Lebensbalken weggemeldet wird, Junge. Der schmilzt einfach weg. Da kannst du gar nichts machen, oder? Ach. Und Matschkopf. Oh, no. Ah, da ist er doch. Dumme Sau. Lass mich doch mal raus jetzt hier, mein Gott, ey. Du Fischgesicht. Hä? Ach, Valkyriensplitter ist aktiviert. Achso. Guck dir das an, wie die Unbeteiligte da wieder rumsteht. Nein, wirklich. Juckt die gar nicht. Falls mehr von diesen Asgard-Fragmenten da draußen sind, werden die Einherjer den Welten weiter Ärger machen. Nur wenn wir nichts unternehmen. Die Welten werden nie heilen, wenn sie bleiben. Kampfbefehle! Versammelt eure Truppen und erstattet im Schmelzziegel in Muspelheim Bericht. Ich habe mein Lager dort errichtet und erwarte eure Ankunft. Viele nach. Nur ein Weg, das rauszufinden. Sdimre und Sderkir. Brüder! Nach dem Fall Asgards weiterhin im Dienste Odins, was sie in der Wüste Alfheims zu erreichen gedachten, wehte mit dem Sand davon. Sollten weitere Streitkräfte Asgards Odin weiterhin die Treue halten, werde ich das Land von ihnen befreien. Was man ja wirklich sagen kann, ist ja, dass du absolut keine Sorge haben musst,
Wegen, achso, cool, okay. Wegen Erfahrungspunkte, oder? Also Erfahrungspunkte und Silber brauchst du ja absolut gar nicht. Ich habe schon viele Geschichten über deine Heimat gehört. Und auch, dass du in einem Turnier gekämpft hast. Ich kämpfte in vielen Wettstreiten. Aber diese eine. Du sollst gegen Bestien, Schurken, Prinzessinnen, untote Automaten und den größten Musiker aller Zeiten gekämpft haben? Das stimmt doch nicht, oder? Darüber möchte ich nicht reden. Das ist geil, Alter! Das ist ja geil, Mann! Ist das geil! Das ist fast schon das... Ey, das ist mit das Beste... Ey, Junge, ist das geil. Ist das geil. Habt ihr das gecheckt? Habt ihr das Easter Egg gecheckt, Freunde? Hä? Habt ihr das gecheckt? Freunde, ich lasse es mal kurz stehen. Soll ich's schon erklären? Oder habt ihr es gecheckt, das Easter Egg? Worauf war das eine Anspielung? Da bin ich mal gespannt, ob da jemand drauf kommt. So, Überreste von Asgard haben wir noch eins. Vergrabener Schatz noch eins und Artefakt noch eins. Das ist natürlich übel. Also vergrabener Schatz und ein Artefakt, das ist übel, das zu finden. Das Harte ist nämlich, hier bei der Bibliothek, ich glaube, das war die Bibliothek, ja, das müsste die sein. Da einen Rahmen zu finden, das ist übel. Weil normalerweise geht ihr ja hier hoch, um dann in die Bib zu gehen. Einer hatte geschrieben, das hat ihn genervt damals. Deswegen sage ich extra Bib, in die Bib. Das Ding ist, hier unten, hier in der Mitte, ganz unten, da musst du eine Mauer einwerfen, die so bröckelt, und dann bist du in so einer kleinen Mini-Höhle. Da ist ein scheiß Rabe drin. Unfassbar, ne? Muss ich, wie gesagt, ehrlich gesagt, nachgucken. Sonst hätte ich mich da kaputt gesucht, bis zum geht nicht mehr. Und das muss ja nicht sein, ne? Das muss nicht sein. So, das ist natürlich ein geiles Easter Egg gewesen, ne? Naja. Wo war jetzt nochmal das andere Asgard-Stück? Hier hinten, ne? Ist es im Tempel des Lichts oder hier draußen? Vom Strand aus wahrscheinlich, oder? Also den Dingens müssen sie unbedingt nochmal verbessern, irgendwie den Radar, bitte. Mach den da oben weg, das irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Aus meiner Sicht ist der leider teilweise wirklich unbrauchbar. Da gibt es bessere Lösungen, aus meiner Sicht. Und nicht unbedingt eine Minimap, aber irgendwie ein bisschen... Weiß nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, was man da nehmen kann. Wofür stehen die obere hier nochmal? Warum ist denn das hier eigentlich kaputt? Das obere, wofür steht das? Asgard, ne? Ja. Das muss ich sagen, auch schade, ne? Das ist ja auch schon... mehrfach gesagt. Super, super schade, dass einige Welten absolut nicht ausgebaut sind. Da muss ich wirklich sagen, extremst schade. Weil da ist halt wirklich die Frage, werden wir das irgendwann mal sehen? Werden wir irgendwann mal normal durch Asgard laufen können? Obwohl jetzt ist ja... Ist es denn komplett zerstört oder ist es nur teilweise zerstört? Kann man das wieder aufbauen? Fragen über Fragen. Aber Muspelheim zum Beispiel. Guck mal, ich würde jetzt normalerweise da entlang laufen. Ist das denn der richtige Weg jetzt? Weil guck mal, wenn ich jetzt hier gerade auslaufe, dann lande ich doch hier. Muss ich nicht da lang? Jetzt gucke ich in die richtige Richtung. Seht ihr das? Hä? Das ist halt die Frage, wa? Wird es das noch geben? Ist es denn hier unten oder ist es doch an der Seite gewesen? Ja, ist doch an der Seite. Das ist halt schade, wa? Das ist halt schade, weil Vanaheim ist so ultra groß, ultra riesig. Da verbringst du da... In Vanaheim kannst du locker easy alleine nur... über 10 Stunden verbringen, ne? Bestimmt. Ja, doch, würde ich schon sagen. Und Muspelheim hast halt nur die Herausforderung. Und diesen kleinen Abschnitt, wo du Sutrum holst. Schade. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ich sehe das Leuchten noch gar nicht. Ah, doch, hier vorne. Das ist natürlich sehr ärgerlich jetzt hier mit dem... Was macht er denn hier? Das ist ja geil, das wusste ich nicht. Er hat
hat für Frieden gesorgt? Sozusagen. Das hätte ich gern gesehen. Das hätte er auch gewünscht. Wenn ihr... Verzeih. Ich will deinem Bruder Respekt zollen. Auf meine Art. Natürlich. Gehen wir, Kratos. Das ist ja... Das ist ja cool. Und irgendwie von hier aus sieht man die... Sieht man die Quallen noch viel krasser. Aber das ist schon heftig, wa? Das mit den Quallen ist auch schön gewesen. Aber es ist schon krass, dass zwei Quallen sich opfern. Ja, ihr Leben hergeben, damit ihre Kinder leben. Und es sind ja Hunderte, wa? Das ist schon stark, ja. Ne, warte mal, hier unten war nur die Kiste, ne? Ist der richtige Weg jetzt dorthin? Ich hab keinen blassen Schimmer. Ja. Es ist halt auch, das ist halt wirklich scheiße, dass dann wirklich nur zwei Sammelsachen fehlen hier in der Welt. Boah, das ist scheiße. Aber vielleicht weiß jemand von euch, weil er das vielleicht selber gespielt hat und selber alle Sachen geholt hat. Wenn jemand das weiß, was fehlt, das wäre mega krass. Es gibt ja genügend Guides, wo man gucken könnte, aber das ist halt, jetzt ist halt so der Punkt gekommen. Es fehlen halt nur zwei Sachen in der ganzen Alpha-Welt. Dann muss man gefühlt jedes sich reinziehen, jedes Teil, was man einsammeln kann. Und dann zurückerinnern, was habe ich denn alles schon eingesammelt? Das ist halt immer so der Punkt. Guck dir das an, wie sie nur rumsteht. Mach doch mal jetzt einen Angriff, ey. Junge, bist du am Headbang oder was? Jetzt nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum sie noch kämpfen. Haben sie Odins Tod nicht gespürt? Sie sind Soldaten. Sie werden ihm immer treu sein, lebendig oder tot. Das ist eine Frage der Ehre. Ja, sie werden weiter seinen Befehlen folgen und die Welten unterdrücken. Aber nicht mehr sehr lange. Das ist wohl wahr. Ja, das ist halt die Frage. Ne? Wo kann man das noch finden jetzt? Zwei Sachen. Ein vergrabener Schatz. Obwohl, na ja, ich weiß ja, was fehlt. Artefakte. Das könnte man gucken, ne? Aber das wird ja, das wird dann nur eigentlich für mich selber wichtig, ob ich jetzt mir noch die Platin-Trophäe holen will oder nicht. Aber hier habe ich 100%, hier 97, hier 92, hier 100, ja, hier fehlt auch irgendwas, unentdeckt? Keine Ahnung, vielleicht eine Blume wahrscheinlich wird da sein, ne? Gehen wir gleich mal abchecken, eigentlich. Das war der Fall schon 90%, hier 86, 63, also viel fehlt ja nicht mehr, eigentlich müsste ich mir die Platin-Trophäe holen, ne? Diesmal müsste ich es eigentlich machen. Ja, eigentlich schon. Aber das kostet halt immer so viel Zeit, weißt du? Guck mal hier. Jo, fast vorbeigelatscht. Ey, Junge. Das wär's jetzt gewesen, wa? Mobilisiere deine Kräfte und eile zu dem gefallenen Gefängnis in Niflheim. Es befindet sich nun in der Nähe des Rabenbaums. Lass die Gefangenen nicht entkommen. Guck mal, hier kriegst du die ganzen Hinweise, dass du das alles findest. Aber gut. Gut, ich hatte mich schon gewundert. Ich dachte, es wäre bei jedem Brocken von Asgard irgendwas zu finden. Und es ist tatsächlich so. Was fehlt denn jetzt hier, ne? Ein Artefakt. Ach so, das zählt gar nicht als vergrabener Schatz. Natürlich nicht. Ah, stimmt. Scheiße. Okay, dann fehlt trotzdem noch ein Schatz. Gut, bei den Schätzen ist es natürlich einfach. Da sind ja nur zwei in der Welt. Aber bei den Artefakten... Eins von 11 fehlt. Tja, da ist die Frage. Was hast du schon gefunden, ne? Keine Ahnung. Ich mich daran noch erinnern kann, dann... Das ist die Frage, Freunde. War das jetzt eigentlich der schlauste Weg, hier lang zu gehen? Um schnell wieder zum Tor zu kommen? Der schnellste, meine ich? Ich weiß nicht. Alter, diesmal geht er alleine nach vorne. Als Erster, oder was? Heftig. Heftige Ansage.
So. Schauen wir doch mal, wo wir als nächstes hingehen. Das können wir eigentlich mal machen hier. Kurz mal schauen, da wird doch bestimmt irgendeine. Da wird doch bestimmt eine Blume sein, ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ah, hätte ich einen Magen, würde er sich mir jetzt umdrehen. Odin ist fort. Es gibt keine Bedrohung mehr. Nein, es ist vor Aufregung. Kaum ein Nichtriese hatte je das Privileg, das Reich der Jötner zu betreten. Es ist wirklich eine Ehre, zu den Auserwählten zu gehören. Das ist also Jötunheim. So schön wie in den Geschichten. Ach was, schöner. Wow. Geil. Direkt die Musik, ne? Wahnsinn. Gut, das können wir aber beim nächsten Mal erforschen, Freunde. Ja, machen wir so, ja? Alles klar. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und gerne mal eure Meinung dazu, zu Frut und Mölnir. Ihr habt jetzt in der kleinen Mini-Szene mehr Emotionen gezeigt als im Lagerfeuer mit ihrer Mutter. Als wir mit Atreus an ihm vorbeigelaufen sind. Da hab ich ja auch gesagt. Das kam irgendwie so rüber, so von wegen, ja, ist halt tot jetzt. Ja, ist halt tot jetzt. Ja, weg mit dem. Ganz komisch irgendwie. Hier war auf jeden Fall mehr so, ich mach dich stolz so. Ist halt die Frage, in welcher Hinsicht? In welcher Hinsicht? In welche Fußstapfen von Thor willst du schon treten? Weil so viel Gutes hat er ja nicht angerichtet. Er hat seine Kinder schlecht behandelt, er hat seine Frau schlecht behandelt, er war ein Säufer, er hat ohne Ende Riesen, unschuldige Riesen getötet, er hat viele andere getötet, einfach nur weil er Odin gehorcht hat. Er hat ja eigentlich nur Scheiße gebaut. Inwieweit willst du ihn stolz machen? Das ist die Frage, oder? Tja, es ist Fragen über Fragen, Freunde. Vielleicht habt ihr ja Antworten, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten haut rein und tschüss.